Ja, moin moin und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Dankeschön, dass du da bist. Wir zocken heute eine Runde Yu-Gi-Oh! Amals Endspiel. Das überspringen wir einfach mal. Wir nehmen ganz normal das Geschichtsdeck, ganz klar, ganz klassisch. Und schauen mal, wir nehmen heute mal den Stein. Ach, gewinnen sogar. Super, Jaden. Wir haben gewonnen und wir werden jetzt auch das Spiel gewinnen. Du musst nur ans Set der Karten glauben, dann gewinnen wir. Und der sieht nicht mehr frisch aus hier, würde ich sagen. Oh, wir haben hier Topf der Gier. Okay. Okay, Topf der Gier. Fusion. Den setzen wir mal. Und dann setzen wir Clayman. Verteidigung. Haben wir jetzt schon mal 2000 Verteidigung, das ist schon mal gut. Aber wir haben zwei Fusionskarten. Zwei Fusionskarten. Er bringt uns nichts im Moment. Okay. Was packt er nach? Okay. Okay. Jetzt können wir was machen. Ah, super. Donnergigant. Super. Den da und... Clayman. Super. Super, 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 super. Dann haben wir jetzt schon mal eine Fusion hingekriegt. Elementar hält Donnergigant. Ja, im Angriff, ne? Würde ich mal sagen. Ich kann doch... Ja, super. Ich kann doch hier den Effekt aktivieren. Dann schmeiße ich mir die weg hier und zerstören die Karte. Super. Dann setzen wir noch mal Elementar hält Wildheart noch. Und greifen an. So, einmal mit... 1500. Mal gucken, was er da macht. Nichts. Und mit 2400. Ah, da macht er was. Okay. 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 600. Und alle Karten werden zerstört. Das ist jetzt nicht so. Ja. Wenn ein Monster durch den Kampf... Okay, er setzt keine Karte. Ich habe noch Wolkenkratzer, ne? Setzen wir mal Wolkenkratzer. Und dann setzen wir Elementarheld Avian. Sind zwar nur 1000 ATK. Na gut, aber 1000 sind 1000. Man kann ihn ja ein bisschen, sag ich mal, verletzen, sag ich mal. Ne? So. Okay. Was hat er? Oh, den kenne ich sogar. Ich kenne leider... Warum kann ich meine Karte nicht aktivieren? Ja, aktiviere ich die. Ja. Ein Kuribo. In Verteidigung. So. Und da, ja, müssen wir unseren Zug beenden. Wahrscheinlich wird er das Monster ziehen. Nee. Er hat kein Monster. Was ist das denn hier? Jetzt. Ja, aha. Gut. Das ist nicht gut. Ich brauche ein Monster. Er kann uns jetzt direkt angreifen. Das ist jetzt nicht gut. Aber er hat kein weiteres Monster gelegt. Das ist schon mal gut. Eine Fallenkarte oder Zauberkarte. So, Herzerkarten. Gib mir ein Monster. Ah. Das ist nicht gut. Aber wir können uns ein bisschen verteidigen. Wenn er jetzt kein Monster mehr legt, dann haben wir zumindest keinen Schaden. So, okay. Auf Herzerkarten. Ja, Clayman. Er kommt dann nicht gegen an. Verliert er nochmal 200 Lebenspunkte. So. Wahrscheinlich hat er noch ein zweites Monster, oder? Nein, hat er nicht. So, dann können wir uns erstmal verteidigen. Was kriege ich jetzt? Oh. Ich setze die mal.
Dann kann ich die doch aktivieren hier, ne? Super. Achso. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Achso, steht ja auch da. Hä? Na toll. Na gut, geh ich da rein? Geh ich da rein? Ach, verdammt. Na gut, muss ich, so lassen. Er greift natürlich an. Klar, ganz klar. Verliere ich nochmal 200 Lebenspunkte. Ne, 600. Sparkman hätte ich hier. Aber es bringt mir nichts. Muss ich wieder Claimen setzen. Zum Verteidigen. Aber kann ich mit Wolkenkratzer nichts machen? Hier? Ha. Na gut. So, haben wir wenigstens eine Verteidigung. Wenn er kein zweites Monster legt. Ja, natürlich. Aber kommen wir trotzdem nicht vorbei. Super. Hab wieder 200 Schaden gekriegt. So. Ein Fuß. Ja, genau. Die, glaube ich, die kenne ich. Wir nehmen den hier. Super. So. Dann. Ich mit Bubbleman. Weg. Bellatrix. Weg. Und den weg. Geht nicht? Also die beiden noch. Super. Weil jetzt kriege ich in zwei Runden das Monster eben. Wenn das so klappt. Sollte eigentlich klappen. Weil die Karte, die habe ich schon mal gesehen gehabt irgendwo. Ich weiß zwar nicht ganz genau, wo, kann ich euch nicht sagen. Aber in zwei Runden, jetzt nächste Runde, bekomme ich das Monster. Und das ist dann schon mal ziemlich stark. Ich glaube, was war das? 2900? Super. Und da haben wir es. Fusion! 2900. Super. Im Angriff. ...3500 sogar. Super. Was ist das hier für... ...in einem Monster... Also okay, die können wir setzen. Und dann kann ich doch... ...angreifen. Mit 3500 greife ich mir den Typen da an. Okay, ich kriege 300. Und er zerstört alles. Gut, aber ich habe ja noch Eventar hält Sparkman hier. Mit 1600. Kann ich hier irgendwie eine Karte aktivieren hier? Nee, schade. Gut, alle Monster sind zerstört worden. Also fangen wir wieder von vorne an. 1800, okay. Ja. Da, bitteschön. Kann er nicht angreifen. Oh. Okay. Jetzt bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Hm. Ja gut, da setzen wir Sparkman in Verteidigung. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Freunde. Er hat ein stärkeres Monster als ich. Na gut. Er hat noch eine Zauber- oder Fallenkarte gesetzt. So, Herzerkarten. Gib mir... Das bringt mir gar nichts. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Bam. Aua. So, Herzerkarten. Gib mir Clayman oder so. Fusion. Was soll ich denn mit der Fusionskarte? Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Jaden, du glaubst nicht ans Herzerkarten. Sonst würde sowas nicht passieren hier. So, jetzt gib mir eine vernünftige Karte hier. Was ist das denn hier? Obwohl eine Helm, wenn ein... Es gibt einen Angriff, kann ich setzen? Ich weiß nicht, ich setze die mal. Ich beende meinen Zug mal. Mal gucken. Er wird wahrscheinlich jetzt gleich angreifen können, ne? Nee, er holt ein anderes Monster. 2200. Ja. Können wir die aktivieren?
im Angriff. Perfekt. Super. Das ist doch perfekt. Oh, haben wir mal nochmal Glück gehabt. Weil, jetzt können wir auch selbst mal angreifen. Und greifen den an. Wir haben 2600 Angriff. Und noch 600 Lebenspunkte. Oh, das wird jetzt ein knappes Spiel. Er hat kein Monster? Okay. Ich setze mal Bubbleman in Verteidigung. Zwar bringt jetzt auch nicht viel. Aber... Oh, 2600 habe ich einen Schaden gemacht. Wenn er jetzt nichts legt, dann haben wir gewonnen. Freunde, dann haben wir echt gewonnen. Wenn er keine Monster legt. Okay, ein Verteidigungsmonster. Hm. Was ist das hier? Okay, ich aktiviere das mal. Ja. Welches Monster? Wir nehmen das Monster hier. Donnergigant. Und den und den. Super. Fusion mit Donnergigant. Super. Im Angriff. Weil jetzt können wir, wenn wir angreifen. Ja, ich greife mit Donnergigant da an. Machen weg. Super. Und dann greife ich mit ihm hier direkt auf die Lebenspunkte. Und haben wir gewonnen? Super. Wir haben gewonnen. Und wir hatten nur noch 600 Lebenspunkte. Mein Gott. Jaden, hast du echt die ganze Zeit der Karten geraubt? Gut, liebe Freunde, ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt einem Video einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dass ihr nächstes Mal verpasst. Würde mich auch freuen und mich auch unterstützen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn das heißt, eine weitere Folge Yu-Gi-Oh! Dann bedanke ich mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht abonniert, aber los jetzt!